Herzlich willkommen zur 32. Folge Guild 3 mit dem Felix. Meinst du, Opa zieht Felix das erste Mal in Guild ab, weil er einfach ein riesiger Lacker ist? Auch, wie hieß der Spruch? Auch ein blinder, um blindes Huhn findet man Korn, also blindes Huhn, genau so. Auch ein Lappen schafft es mal Geld zu verdienen, meinst du wohl eher? Theoretisch gesehen kannst du dir sogar ein Haus für ein bisschen billiger kaufen, wenn die Haltbarkeit halt ein bisschen runtergegangen ist, ne? Was denn erstattest, dann bist du ein bisschen unter den 3000. Seid gewarnt, ihr könnt das Gebäude voraus ein Edelmann. Hä? Oh, das ist ein Patrizierhaus. Ups. Da ist ein Haus. 2700. Das ist vermutlich gerade auf der schroffen Töne, oder? Ja, genau. Weil das hat am wenigsten Haltbarkeit da so ungefähr. Das kommt ungefähr bei meinem Kopf mit der Rechnung her. Andere Stadt, Dorf, Handwerk. Ach ne, hier da Wohnhäuser. Aber das ist schon das günstigste, glaube ich, was du hier bekommen wirst. Das schroffe Töne. Außer du kaufst direkt eins für 3000 einfach selber. Aber es macht halt immer keinen Sinn, immer selber zu kaufen und sowas. Oder selber zu bauen. Ja, das es ist halt, ja. Es ist halt alles Bauplatz, ne? Es ist halt alles richtig. Bauplatz. Aber bei Häusern ist es nicht so schlimm. Weil bei Häusern hast du ja, wie gesagt, schon den Vorteil, dass du einfach einen auf. Dann manchmal das und das und das so machen kannst, so ungefähr, dann passt das auch. Oder was macht halt einfach eigentlich Sinn? Brauche ich da ein Haus hin? Hier kann man das ja auch drüber machen. Also bei Häusern brauchst du dir relativ wenig Gedanken zu machen. Also die Häuser kriegst du später im Notfall auch weg. Solange es jetzt nicht unbedingt gerade ein Haus ist, was der KI halt gehört oder so. Okay. Naja, du kannst dir alle Häuser kaufen. Kannst ja jetzt auch noch ein zweites oder drittes oder viertes oder fünftes Haus kaufen. Weil kann ich da Miete nehmen? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, aber kannst es ja probieren. Du hast halt das Problem, dass du maximal 200 Leute in einem Gebäude einstellen kannst, was die Häuser angeht. Das heißt, wenn du halt dann irgendwann mal diese 200 Leute überschritten hast, was theoretisch gesehen sogar recht schnell ja geht. Ich meine, du gehst ja von. Wenn du jetzt beispielsweise 4 Kinder pro Ehepaar machst, gehst du ja von 4 direkt auf nochmal einen Ehepartner dazu, also bist du schon auf 8. Das heißt, allein in der zweiten Generation bist du schon bei 10 Leuten. Dann machen die 4 Leute nochmal 4, dann bist du bei 16 in der nächsten Generation da drauf. Dann machen die aber noch einen Ehepartner, dazu bist du bei 32, dann bist du insgesamt schon bei 42. Also. Das ist halt schon relativ schnell, relativ hoch da in dem Bereich. Das heißt, die 200 Leute hast du schon eigentlich so gut wie möglich schnell voll. Die hast du vermutlich schon fast voll, wenn du in der vierten Generation bist, so ungefähr. Es werden zwar auch wieder welche sterben ab irgendeinem Zeitpunkt, aber es ist ja egal. Im Normalfall.
Wobei fast 200 Leute in dem Gebäude plus 200 Leute in deinen Betriebsgebäuden gefühlt das Maximum sein sollten. Bin ich gehandelt, oder? Naja, du bist ja eigentlich nur so ein von wegen, du stellst in deinem Haus auf, von wegen ein, dass die arbeiten sollen und dann halt, was weiß ich, halt rüber eure Erfolge oder was weiß ich, ob irgendwas später noch kommt, was interessanter würde. Und dann sind die 200 Leute beschäftigt. Da musst du halt nur gucken, dass du im besten Fall jedes Ehepaar einmal ein Kind machen lässt. Und dann ist die Sache aber auch gegessen. Das kannst du ja sogar theoretisch gesehen beim Familienstammbaum machen. Relativ einfach. Relativ. Da kugelst du halt einmal jeden Mann einmal durch, sagst, mach das und wenn die Frau schwanger ist, dann ist gut. Hast halt nur das Problem, dass du das halt alles nacheinander machen musst. Das heißt, eine Paar muss fertig sein, damit das nächste rein kann, so ungefähr. Und das könnte das größte Problem darstellen, dass du alleine ein Jahr oder 2 Jahre brauchst später, wenn du in Generation 3 bist, um einmal alle Leute durchzuhaben, in dem Haus drin gehabt zu haben. Interessante ist, ich kann meinen Wutma aus dem Haus nicht rausschmeißen. Irgendwie fern rausschmeißen. Der ist noch in dem Strohlager da unten drin. Ja. Da muss es halt abreißen, mache ich auch immer. Brauchst du auch sowieso nicht mehr das Haus. Ich kann es nicht abreißen. Kannst alles abreißen. Gehst auf das Gebäude drauf und dann hast du ganz hinten ja diese Abrisskugel. Mäßig. Nee, geht nicht. Ich muss das Gebäude entledigen. Ah ne, warte mal, so geht das. Ja, und es ist doch aber logisch, dass die eine Schenke hier übertrieben viele Gäste hat. Das ist doch auch die einzige Schenke, die existiert. Deshalb ist es ja so gut aktuell, weil man so wenig Leute hat. Das ist ja der einzige Vorteil daran, mit weniger Leuten zu spielen. Beziehungsweise der eine Vorteil ist ja, dass du Glück haben kannst, dass ein Gebäude nur einmal steht. Und der andere ist halt, dass du ganz am Anfang Glück haben kannst, dass du keine Konkurrenz hast. Das stimmt natürlich. Einziges Problem ist halt nur, dass du diese Gebäude, die du in einer Stadt kaufst, recht teuer kaufst, ne? Also 8.000 wird jetzt zwar vermutlich einigermaßen okay gewesen sein, aber von dem, was gefühlt da drin war, komme ich nicht auf 8.000 an Sachen. 2.000 fürs Gebäude und er hat gefühlt keine Upgrades gebaut. Also eigentlich war das, glaube ich, Abzocke. Okay. Aber immerhin habe ich gefühlt alle Leute hier gefühlt vor der Tür stehen, so ungefähr. Und wieder Kinder zu Besuch, die meine Küche plündern, das ist natürlich wundervoll. Warte auf Bedienung, warte auf Bedienung, warte auf Bedienung, warte auf Bedienung, warte auf Bedienung. Alter! Oh, die Macaroni. Da ist die Hütte aber voll. Wäre halt nur schön gewesen, wenn man wenigstens ein, zwei Upgrades bekommen hätte von dem Typen, aber sowas gibt's hier nicht. Oh, wieder eine tolle Fernhandelsgelegenheit. Echt? Auf Nahrung. Das ist ja super für mich. Aber kann es sein, dass die KI teilweise auch einfach nur von Hafen zum Beispiel zum Markt geht und wieder das hin und her fährt? Ja. Aber irgendwie das Gefühl, dass die nämlich dadurch teilweise ihr meistes Geld machen. Also jetzt nicht die KI, die hier ihre Gebäude hat, sondern halt die KI, die halt nicht dazugehört und die Gebäude hat. Naja, Oder so also ähnlich. keiner Dynastie angehören. Richtig. Ja, ich merke das schon erst. Also mit dem Handel kannst du echt gutes Geld machen. Naja, das ist ja auch nicht schwer, so wenn man sich mal bei gewissen Sachen die Preisunterschiede anguckt, so. Je teurer die Produkte werden, desto einfacher ist es halt, ne? Richtig, und wenn wir hier natürlich Massen produzieren,
Ich denke ich mal, dass wir das da in London oder Hamburg, wo der Bedarf natürlich deutlich höher ist, wahrscheinlich deutlich teurer wegkriegen würden. Das wird ab Freiburg gehen. Also ich könnte demnächst zum Freiburger gehen. Ich bräuchte nur noch, na, ich denke mal so 15 Uhr könnte ich das machen, dann könnte ich das mal ausprobieren. Wenn ich genug habe. Mal gucken, ob ich davon dir mal so ein paar Sachen abkaufen kann und darüber schicken kann. Oder einfach mal, keine Ahnung, irgendwo mal einen Markt leer kaufen. Wobei ich sagen muss, ich habe aktuell relativ wenig Produkte, wo ich das machen kann, wo ich das hin und her kutschieren machen kann. Oder machen könnte, die zu meinem Zweigen gehören so. Aber mir irgendwie bei den meisten Produkten die Verkaufspreise einfach extrem hoch liegen. Ich könnte es bei Hörspraten machen, unter dann kaufen und Clip statt verkaufen. Nein, ich meine jetzt einfach durch den Hafen, dass es da noch mal deutlich teurer verkaufen könntest. So gehe ich aus, aber ich kann mir den Hafen nicht erlauben halt, ne? Ja, ich auch noch nicht, aber ich könnte mal gucken, dass ich das vielleicht hinbekomme zum Ende des Jahres irgendwann. Mit ein Boah, bisschen ja, Glück. bräuchte man noch einen nächsten Rang, oder nicht? Ja, genau, das ist das Problem. Da arbeite ich gerade dran. Moment. Schön, dass du daran arbeiten kannst. Ich müsste noch ungefähr 8.000 oder so ausgeben, mindestens. Na gut, ein bisschen mehr, vermutlich eher 10.000, damit ich überhaupt erstmal alles, was ich jetzt davor freigeschaltet habe, genutzt habe. Oh, eine Ankündigung der Handwerkergilde, das ist aber toll. Irgendein berühmter Feldherr hat irgendwo irgendwas gemacht, das ist aber schön. Das ist mit diesen ganzen Kindern natürlich aber auch ein Riesenproblem durch so wenig Gebäude, ne? Du hast halt gefühlt permanent geschwächt, weil dir ein Kind die Küche plündert, ne? Ja, gut, es gibt ja nichts. Das heißt, da müsstest du tatsächlich hier diese komischen, wie heißen die, Schergen oder sowas anrühren. Das nicht unbedingt, aber ich müsste auf jeden Fall die Gebäudesicherheit halt 3, 4, 5, 6 Stufen hochhauen, ne? Aber finanziell ist das jetzt nicht so unbedingt einfach, ne? Problem ist halt, du verlierst Kundenzufriedenheit und Gesundheit, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt schon alleine zweimal Küche geplündert bei meiner Schenke, das ist ja super. Okay, weiß ja, wie es mir ging. Bei der Schenke, das war ja, weiß ich, Ja, zwei, bei der Schenke dreimal. aber auch gehabt. Oft genug. Aber das ist ja nicht so schlimm, also der Effekt ist ja nicht so schlimm. Also. Ich weiß nicht, ob da auch Produktivität dabei zählt oder nur Kundenzufriedenheit. Aber Kundenzufriedenheit ist ja nur halb so wichtig. So, also es gibt Wichtigeres. Finde ich zumindest. Einziges Problem ist halt bloß, dass ich übertriebenst viel hier noch machen darf. So. Ich habe gefühlt noch ungefähr Ausgaben von 40.000, die ich machen kann. Kenne ich auch, aber ich muss es erstmal sparen, dass ich den Freiburger erlauben kann, aber da fehlt noch ein bisschen was. Für Einnahmen bist du denn inzwischen angekommen? Heute
Oder allgemein? Von mir aus beides. 150.000. Was? Okay. Was ist das denn jetzt Was? hier? Ich kriege auf einmal hier so eine. Ach so, ich bin Richter und werde jetzt hier gleich in so eine Szene reingeschmissen. Okay. Das ist ja das, was ich oft genug meinte. Opa, Schmidt, eine Geldstrafe. Ach, der macht Freispruch hier oder was? Stufenaufstieg bei Familienmitglied. Ja, hallo Wuttmar. Wuttmar. Oh, hat nur ein Geschick. Warum ist das Geschick rot? Grundwert? Dealmaker minus 2, was? Das ist ja das, was ich meinte. Das hatte ich ja bei Henning beim alten Spiel schon, was sehr hässlich war. Dadurch habe ich minus Charisma bekommen. Und Charisma ist natürlich übertriebenst kacke, weil du dadurch gefühlt 3000 Versuche brauchst, um mal zu heiraten und so. Aber was ist denn ein Dealmaker? Ja, halt Drogen verkauft oder sowas. Echt? Also Dealer. Alles Das klar. tippt zumindest, ja. Alles klar. Ah, jetzt geht's. Ach ja, die Handelsreise kostet zu viel Geld. Kann ich nicht erlauben. Jetzt muss ich auf die Handelsreise sparen. Warum? Teuer. Warum? Keine Ahnung. Mann, 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 ey. Das ist ganz komisch. Manchmal hat man es auch und manchmal hat man es nicht. Du kannst ja jetzt nachgucken. Du siehst jetzt ja, wenn du den losschicken wollen würdest, wo der alles hin kann, oder? Warte. Wie viele Fernhandelsmärkte gibt es denn? Einen? Den einen, der hier unten ist? Ich Ja, habe vorhin schon zwei, Hamburg und nach. London. Wollte ich gerade sagen, nach unten gibt es ja zwei. Mein Opa zockt ist beschäftigt. Keine Ahnung warum. Wo ist denn das da? Fernandesweg. London und Hamburg sind die Ja, hab beiden. ich. Das ist echt krass, ne? Wenn man das so bedenkt, es gibt nur zwei und dann hast du ja insgesamt auch noch so wenig so. Das hilft dir jetzt ja auch nicht gerade wirklich weiter, ne? Du hast ja insgesamt schon das Problem, die Probleme so da. Ach, der Opa zockt, der prügelt sich hier gerade mit der Smith. Deswegen hat er Was keine war? Zeit. Oh, hat er umgehauen. Ich glaube, ich sollte den mal geschickt trainieren. Nein, wie geht denn das? Dringliche Bedürfnisse, Wunden behandeln lassen, Vergiftung behandeln lassen, Krankheit behandeln lassen, schwere Krankheit behandeln. Kräuterhütte, Heilerstübe. Oh, es ist auch noch alles noch bei dem. Ich gehe in den rein. Hin zum NPC. Ich krieg den noch nicht noch irgendwo Geld in die Tasche. Geht doch Nee, nicht länger. es gibt aber eine Kräuter, die von der KI, also Ja, von der KI kann. genau. Da im Norden bei dir, beim Steinbruch da. Da gehe ich jetzt auch hin. Sehe ich gar nicht ein, dass ich noch irgendwen anders noch Geld in den Drachen schmeiße hier, ey. Aber ey, da bin ich fast bei drauf gegangen. Noch 23 bei 127. Wunsch.
Hör doch mal auf, mich immer die Hände zu klicken. Ich klicke dich so viel an, wie ich will. Ach, jetzt quatscht mich hier noch der Janos aus. Achso, er hat sich wahrscheinlich für seine Frau entschuldigt, die mich versucht hat zu verprügeln oder was. Gut möglich, ja. Ich glaube, die laufen gerade alle zum Wunden wandeln lassen. Gut möglich, ja. Ne, die läuft vorbei. Er läuft auch vorbei. Seid ihr hingelaufen? Ich mache euch noch platt, ich sag dir das. Dieser Smith. Oh, warte mal, Dynastien, nee, Familienstammung, Auftragsbuch, Buch zur Stadt, Buch der Gilden, da ist das Buch drin. Smith, Siefken, Kurz, Gaming, Schmidt. Hütte, Töpferhütte, Mauerei. Egoistisch. Der hat auch drei, oder die beiden haben drei Kinder. Ich glaube, warte mal, kann ich den töten lassen? Theoretisch gesehen schon, ja. Yves Kramer. Sind die hier irgendwo drin? Alter, wer prügelt? Jetzt prügeln sie mich hier zu zweit weg. Vor der Kräuterhütte. Jetzt bin ich tot. Da liege ich. Platt tot. Ja, weiß ich nicht, ob tot oder Dings. Ich liege auf jeden Fall bei der Kräuterhütte. Die haben zu zweit mich da platt gemacht. Du bist doch nur benommen bewusstlos. Messer? Wurdest du von der Schergen totgehauen oder was? Auch. Oh, die ist parfümiert. Wow, sie ist sauber. Los, Opa, steh auf da. Ohne Tätigkeit. Was machst du da? Benommen, bewusstlos. Los, steh auf, da, geh wieder in die Kräuterhütte. Ah, wird doch Zeit. Du hast 18.000. Ja, ist klar. Station da, will ich wieder hin. Was hab ich? Oh, stimmt. 18.000. Respekt. Noch. Ich weiß nicht, was ich daran so doll ändern soll. Du verdienst 18.000 halt von einem Jahr gefühlt. Also mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Warte, ich verdiene 18.000 in einem Jahr, sagt er. Mindestens. Du hast ja 18.000 nicht vorhin gehabt und du hast ein neues Gebäude gebaut in der Zwischenzeit. Also. Vermutlich ist das, was du insgesamt verdient hast, sogar über doppelt so vom, was von mir oder sowas. Wie viel hast du insgesamt verdient? 100.000, du hast vermutlich 200 oder 300.000. Ha, der war gut. Nein, habe ich nicht. 170. Ja, das ist auch nicht viel besser, das sind 70.000 und das ist extrem viel. Es ist trotzdem ja fast doppelt so viel. Ja,
Spray. Ich dachte, das ist immer noch die Nahrung. Tapfer Männer mit den Waffen? Nee. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses Spiel liebe. Jetzt versuche ich das in irgendeiner Hinsicht mit irgendwas auszugleichen, was du halt nicht machst. Zum Beispiel mir so ein Produktionsgebäude das zweite Mal zu mieten oder was weiß ich. Die KI denkt sich, ne! Toll. Okay, was hast du versucht denn zu machen? Ich habe die Mine ja schon einmal jetzt geboten. Ich wollte die halt aber für nächstes Jahr auch haben. Aber der Großkopf dachte sich direkt, nö, der ist überbietig. Aber da ist doch gar keiner im Moment drin, oder? Doch, doch du bist drin. In der Mine drin. Und in dem Holzfäller-Ding ist der andere Typ drin mit dem Hufen. Der einzige, wo nichts drin ist, ist aktuell das Steinding da, aber. Keine Ahnung, da kannst du ja auch nur drei Sachen drin produzieren, also. Und das ist sogar mit höheren Produktionszeiten gefühlt, als du bei der Mine hast. Also ist der Steinbruch eigentlich gefühlt schlechter. Oh, wirst du schon wieder? Oh, ich komme nicht mehr von der Kräuterhütte weg, ich werde dann dauernd gemacht. Glückwunsch. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Der einzige Vorteil an der kleinen Karte ist natürlich, du hast einen deutlich besseren Überblick als sonst, ne? Ja, definitiv. Einziges Problem ist, es ist noch frustrierender zu gehen, was der andere für Fortschritte macht, so ungefähr. Ja, definitiv.
Oh, da ist es schon wieder vorbei. Schauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.